Hallo und herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TBTV. Heute wird's wild. Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute wird wieder gebastelt und wir bauen heute eine Basic-Landschaftsplatte. In einem letzten Video haben wir euch gezeigt, wie man einen Grundaufbau macht. Heute zeigen wir euch mal einen Basic-Plattenbau. Und das wird so eine dreiteilige Serie werden, denn wir werden einmal das Basic-Layout machen. Dann werden wir noch einen Anbau machen für diese Platte. Und im dritten Teil gibt es dann noch Scatter-Terrain. Worum geht es heute? Wir bauen eine Dschungelplatte. Die Grundidee für diese Platte stammt eigentlich dadurch, dass wir nämlich ein Videoprojekt vorhaben. Was genau, das wird noch nicht verraten, aber diese Platte können wir natürlich für verschiedene Projekte weiterhin nutzen. Das heißt, wir können sie im 28mm Maßstab, vielleicht geht es sogar für 15mm, aber wir können natürlich verschiedene Regelsysteme drauf spielen. Freebooters Fade, Bolt Action, Warhammer 40k, Age of Sigmar. Ich glaube, wir können da eine ganze Menge drauf spielen. Wichtig war mir da allerdings nur, dass ich ein Grundlayout habe, was ziemlich flach ist und ich mit verschiedenen Geländemodulen einfach verschiedene Szenarien darstellen kann. Aber ich würde sagen, wir legen direkt los und gehen auf den Basteltisch. Ja, wir beginnen als erstes mit unserer Grundplatte. Ich habe mich für ein Layout auf 1,20x1,20 entschieden, weil mehr brauche es für kleinere Spiele einfach nicht und es soll ja eine Skirmish-Platte werden, die man eventuell noch erweitern kann. Und ja, wie wir dieses Grundgestell bauen, das haben wir euch in einem Video schon mal gezeigt. Ich verlinke es euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung und natürlich da oder da oben findet ihr den Link. Und da könnt ihr nochmal gucken, wie wir das Grundkonstrukt gebaut haben. Ja, das ist jetzt natürlich unser Grundmodul und darauf müssen wir jetzt aufbauen. Dazu habe ich mir schon Styrodurplatten zurechtgeschnitten und zwar haben wir hier 1,20x1,20. Ich habe hier lediglich die Stufenfalz entfernt und musste die Platte ein wenig einkürzen. Ansonsten sind die natürlich schon perfekt auf das Maß zugeschnitten. Ja, die werde ich jetzt darauf befestigen. Dafür nehme ich ganz normalen handelsüblichen Montagekleber. Das klebt einfach super schnell, das klebt einfach super gut. Und wenn wir das drauf geklebt haben, dann fangen wir an, das Layout einzuzeichnen. Als nächstes muss ich natürlich irgendwie die Idee, die in meinem Kopf herumspukt, auf dieses Plattenmodul auftragen. Dazu nehmen wir uns ein Edding oder irgendeinen anderen Filzstift, Kugelschreiber, was auch immer. Bleistift geht natürlich auch, könnt ihr einritzen dann zur Not. Und ich habe natürlich eine grobe Idee. Beim Bauen entsteht natürlich noch viel, viel mehr. Aber ich weiß von vornherein, dass hier nicht so wirklich viel passieren wird, denn wir werden hier mit viel modularem Gelände arbeiten. Das Einzige, was ich hier aufbringen möchte, ist definitiv ein Fluss mit vielleicht einem kleinen Nebenfluss oder Flüsschen und einer Felsformation. Das ist so der Plan. Von der Felsformation soll auf jeden Fall ein Wasserfall runterfallen und in dieser Felsformation soll auf jeden Fall ein Mineneingang eingebastelt werden. Das ist so das Einzige, was hier passieren soll. Alles andere wird modular passieren und ich würde sagen, ich zeichne das Ganze jetzt mal ein. Ja, und mehr ist es im Endeffekt eigentlich auch gar nicht. Wir haben hier eine Felsformation. Da werden wir uns gleich ein Styrodur-Grundgerüst basteln, was auch nicht zu hoch wird. Wir haben hier dann unseren Wasserfall. Wir haben hier unseren etwas breiteren Fluss, der dann hier in einen kleinen Nebenfluss mündet. Und alles andere sind alles Freiflächen, die wir lediglich so ein bisschen gestalten werden und dann einfach nur mit Turf arbeiten werden. Und alles andere werden wir dann mit großen Waldbasen bzw. Dschungelbases mal gucken, irgendwelche Ruinen,
Und was uns nicht alles einfällt, werden wir alles hier platzieren können. Und somit stellen wir dann unsere komplette Platte und wir können es dann das Layout immer wieder verändern. Das Einzige, was halt bleibt, ist halt der Fluss und diese Felsformation. Und dadurch, dass die Felsformation am Rand ist und auch sehr schmal gehalten wird, wird es uns auch nicht großartig behindern. Ja, wir werden auf jeden Fall auch ein paar kleinere Bases bauen, die wir hier im vorderen Bereich auf jeden Fall auch noch stellen können. Und die Felsen können wir dann dementsprechend natürlich schön verwachsen lassen. Ich würde jetzt mit dem Grundkonstrukt des Felsens beginnen. Das heißt, ich werde mir jetzt ein bisschen Styrodur holen. Mal gucken, wie hoch wir da werden müssen. Ich denke mal, wir gehen so auf, wenn wir da mal messen werden. Ich denke mal, irgendwas zwischen 10 und 15 cm höher möchte ich das gar nicht haben. Like I waited all my life, so happy that I found you on paper thin. I haven't always been this shy, but haven't felt this in a while now. Für meine Felsen nutze ich wieder die Form von Woodland Scenic und Xyrarock. Ja, das ist einfach für mich die natürlichste Form, um Felsgestaltung darzustellen. Wir können sie super leicht und schnell einfärben. Und von daher bin ich ein großer Fan von Xyrarock und den Formen. Ja, nachdem wir nun die Felswand verkleidet haben, muss die jetzt natürlich erstmal kurz anziehen, damit wir jetzt beim Verputzen quasi nicht mehr die Teile verrutschen. Das heißt, das lassen wir kurz antrocknen. In der Zeit kümmere ich mich um den Fluss. Den werde ich einmal grob ausbrennen mit dem Creme Brûlée Brenner. Dann werden wir hier vorne so ein kleines Wasserbecken noch ebenfalls ausbrennen und den kleinen Nebenfluss. Ja, und dann kann das nochmal kurz eine halbe Stunde, sage ich mal, nochmal antrocknen. Und dann geht es direkt los und wir verspachteln sämtliche Fugen, sämtliche Lücken, die ganze Oberfläche hier oben. Und dann sind wir mit der Felsgestaltung quasi auch schon durch. Im folgenden Schritt müssen nun alle Zwischenräume ausgespachtelt werden. Das hat zum einen natürlich den Grund, weil wir dadurch natürlich noch viel mehr Stabilität in das Ganze reinbekommen, weil wir haben es jetzt nur angeklebt, wir haben hier jede Menge Zwischenräume. Das hält natürlich nicht so gut, das hält jetzt erstmal nur im ersten Moment. Also zum einen für die Stabilität und zum anderen natürlich, um halt alle Styrodur
Löcher zu kaschieren. Ne? Und auch hier werden wir nochmal so ein bisschen modellieren das Ganze, damit es dann so eine schöne homogene Felswand ist. Ja, ich nutze einfach Flächen- und Gletschspachtel aus dem Baumarkt. Das ist ganz einfacher. Ja, Flächen- und Gletschspachtel, wie gesagt, den nutze ich immer ganz gerne. Der lässt sich relativ gut verarbeiten, trocknet nicht zu schnell. Gips wäre auch eine schöne Sache. Allerdings ist das Problem bei Gips, der trocknet einfach viel zu schnell. Das heißt, wenn ich mir hier was anrühre, dann habe ich so 5 bis 7 Minuten Zeit. Dann muss das schnell verarbeitet werden. Das funktioniert nicht immer so gut. Nutzt auf jeden Fall ein bisschen Wasser noch dazu. Sprüht gerne mal die Felsen so ein bisschen ein. Nimmt ein bisschen Wasser an den Fingern und reibt das Ganze so ein bisschen. Das funktioniert dann auch immer noch ganz gut. Aber ich würde sagen, wir legen los und das dauert jetzt einen Moment. Nun kümmern wir uns um unser Wasser. Ich habe hier schon etwas vorbereitet und zwar habe ich hier ganz normale, handelsübliche Klarsichtfolie mit Kreppband auf meinen Tisch geklebt. Und ich nutze dafür Water Effects von Woodland Scenic für unseren Wasserfall. Und zwar gehen wir wie folgt vor. Wir ziehen uns einfach ein paar Linien auf unsere Klarsichtfolie. Je nachdem, wie breit ihr das braucht, könnt ihr natürlich kleine Streifen machen und große Streifen. Wir machen einfach mal ein paar kleine. Oh, aber das ist gar nicht so schlimm, weil wir eh gleich noch mit einem Pinsel rangehen müssen. Und nun modellieren wir uns das so ein bisschen mit dem Pinsel. Das wird hier ein Stück. Und ihr könnt jetzt hier mit dem Pinsel so ein bisschen die Wellenform modellieren und gestalten. So können wir das lassen, so muss es jetzt aushärten und aus Erfahrung kann ich sagen, das dauert mehrere Tage, bis es wirklich durchsichtig ist. Ja, aber wie sieht das Ganze nun aus, wenn es fertig ist? Genau, so. Und das hat wirklich mehrere Tage gedauert, bis das wirklich klar ist. Es wird erstmal so weiß-milchig und dann dauert es wirklich lange, lange Zeit, bis das wirklich klar ist. Und das hatte ich noch fertig vorbereitet und das werden wir jetzt verwenden. Ich brauche eigentlich nur dieses Stück und ihr seht schon, hier ist so diese Vlies
Struktur. Und die werden wir dann auf jeden Fall noch anschließen, wenn wir mit dem Harzgießen ein bisschen mit Abatte aufhübschen. Aber das Ding müssen wir jetzt erstmal an unseren Wasserfall befestigen. Ja, hier müssen wir jetzt natürlich das Teil erstmal ein bisschen anpassen. Also am besten so wenig wie möglich hier oben. Also nicht jetzt hier irgendwie so die ganze Fläche reinkleben. Das ist nicht so schön. Wirklich so, dass es gerade so passt. Und dann machen wir erstmal einen groben Schnitt. Aber wir sehen, es ist noch zu lang. Das heißt, wir schneiden einfach noch ein Stückchen ab. Und das müssen wir jetzt so Stück für Stück anpassen. Befestigen tun wir das jetzt Ganze ebenfalls mit dem Woodland-Wassereffekt, indem wir hier einfach das wie eine Art Klebstoff verwenden. Und natürlich im unteren Teil genauso. Und genau so lassen wir es jetzt wahrscheinlich mehrere Tage trocknen. Ja, unser Wassereffekt ist nun richtig hart geworden. Das heißt, wir können jetzt mit der Begrünung fortfahren. Das heißt, da, wo das Wasser jetzt übergetreten ist, können wir jetzt nachträglich begrünen. Ja, ich verwende ganz normalen Bastelleim. Den werde ich gleich noch ein bisschen mit dem Wasser verdünnen. Und ich benutze hier einfaches Blended Turf von Woodland Scenic. Ein bisschen gemischt mit einem Grünton, mit einem Dunkelgrünton. Und ein leichter Braunton ist auch noch ganz minimal mit enthalten. Das werde ich jetzt einmal auf die komplette Platte auftragen. Lasse aber so ein paar freie Flächen, sandige Flächen einfach da. Vielleicht auch so einen leichten Pfad oder sowas lasse ich einfach mal stehen. Das heißt, es ist überall so ein bisschen fleckenmäßig aufgetragen. Und wenn das angetrocknet ist, saugen wir die ganze Platte einmal komplett ab und dann gehen wir mit verschiedenen Feinturfs einfach nochmal rüber. Vielleicht auch ein bisschen mit Coarse Turf und dann bringen wir einfach ein paar Farbvariationen mit rein. Dann wird das Ganze nochmal versiegelt mit einem Fixierspray. Und das war es dann eigentlich auch schon von der Begrünung. Dann gehen wir nochmal an den Felsen ran. Dort werden wir natürlich schön noch mit Grünzeug arbeiten, weil das daher werden wir Lianen runterhängen lassen. Wir werden ein paar Pflanzen einarbeiten, vielleicht die eine oder andere Palme schon mit integrieren. Mal gucken. Da kann man ja ein bisschen, da kann man auf jeden Fall noch ein bisschen was mit einarbeiten. Aber ansonsten soll die Fläche ja definitiv frei bleiben, weil wir ja dann mit Bases arbeiten wollen. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt ein bisschen den Leim verdünnen und dann geht's los mit Blended Turf. Thank you.
Ja, und damit ist die Dschungelplatte endlich fertig. Ja, wir haben jetzt quasi ein Basislayout, also es ist wirklich Basics. Ihr habt gesehen, wir haben gar nicht so viel gemacht. Wir haben den Fluss ausgebrannt, einen kleinen Nebenarm noch gemacht. Wir haben eine kleine Felswand gestaltet, wir haben einen kleinen Wasserfall gemacht, eine kleine Wasserfläche. Dann haben wir ein bisschen Erde drauf gemacht, ein bisschen Turf drauf, fertig. Mehr muss es auch nicht sein. Genau so wollte ich es auch haben. Denn ich brauche jetzt natürlich die Flächen, um die halt zu füllen mit verschiedenen Scatter-Terrain-Bases. Das ist jetzt quasi der nächste Schritt. Nein, bevor dieser Schritt kommt, gibt es erst noch eine Erweiterung. Denn ihr seht, wir haben hier eine kleine Höhle und die geht natürlich irgendwo hin. Diese Platte ist für ein besonderes Videoprojekt gedacht, wo wir uns schon was überlegt haben und dementsprechend brauchen wir hier diesen Hinterteil. Das heißt, wir werden hier eine kleine Mine noch bauen. Das ist jetzt quasi der zweite Part von diesem Gesamtkonstrukt. Im zweiten Part bauen wir hier quasi, ich weiß es noch nicht, wir haben hier ungefähr, ich denke mal 80 cm, vielleicht geht es dann auch nochmal 80 in die Tiefe. Das heißt, wir haben so ein Quadrat 80 mal 80 cm, vielleicht auch nur 80 mal 60, mal gucken. So groß muss das gar nicht sein, da wird auch nur ein Szenario stattfinden, aber wir bauen trotzdem noch eine Mine dazu. Ja, und im dritten Part in diesem Video, beziehungsweise in dieser Videoreihe, werden wir uns dann um das ganze Scatter-Terrain kümmern. Das wird nochmal richtig aufwendig, denn ich denke mal, wir brauchen hier bestimmt, ich denke mal 6, 7 große Bases plus halt bestimmt irgendwas zwischen 5 und 15 kleine Bases. Das Ganze werde ich mit Plastikkart gestalten. Also Plastikkart wird mein Grundgerüst sein und darauf werde ich dann aufbauen. Da werden verschiedene Sachen drauf kommen. Da werden ein paar Felsformationen drauf sein. Da werden vielleicht ein paar Ruinenstücke. Da werden große Dschungelbäume mit integriert. Palmen natürlich, jede Menge Grünzeug, Pflanzen. Mal gucken, was mir da alles noch so einfällt. Ich habe noch ein paar coole 3D-Drucksachen, die ich mir ausgedruckt habe. Vielleicht werden die auch noch mit integriert. Und dann haben wir hier zum Schluss das hoffentlich richtig dicht. Eine Sache vielleicht noch, ihr habt es ja vielleicht schon gesehen, wir haben hier den Höhleneingang mit diesem leicht angedeuteten Weg und hier brauchen wir natürlich noch eine Brücke. Ich habe auch schon eine passende Brücke, aber auch das werde ich mit einem Geländestück lösen. Denn ich werde eine Hängebrücke hier integrieren, die aber hier mit einem Base versehen ist und hier mit einem Base versehen ist. Und dann kann man das quasi auch noch versetzen, wie man lustig ist. Ansonsten kann man natürlich vor jedem Spiel auch bestimmen, okay, ist das ein tiefer Bach, ist das ein unüberwindbares Hindernis oder kann man da auch leicht durchwarten oder vielleicht auch schwimmen. Das ist natürlich dann regelwerktechnisch abhängig. Das heißt, diese Platte kann man für Warhammer 40k nutzen, man kann sie für Freebooters Fate natürlich super nutzen, man kann sie für Bold Action zum Beispiel nutzen, für den Pazifikkrieg oder. Ich denke mal, da kann man eine ganze Menge Sachen drauf spielen. Und das ist quasi das Basic Layout. Mehr wollte ich auch gar nicht, weil ich habe ja von Anfang an gesagt, ich muss halt flexibel sein, damit wir verschiedene Szenarien einfach auch spielen können. Ja, das war es jetzt zu diesem Video. Ich bedanke mich, dass ihr so fleißig zugeschaut habt. Und wenn ihr das vielleicht ein bisschen geil findet, was wir hier so auf unserem Kanal treiben, dann habt ihr ja vielleicht Bock, uns zu unterstützen. Die entsprechenden Links findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt uns unterstützen über Patreon. Eine YouTube-Kanalmitgliedschaft. Ihr könnt gerne bei uns im Shop einkaufen und natürlich ganz einfach dieses Video liken, teilen und kommentieren. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bei einem nächsten Video hier auf diesem Kanal. Schaut gerne mal bei uns auf dem Uncut-Kanal vorbei. Da machen wir auch immer so ein bisschen Schabernack. Und freut euch auf den zweiten Teil, denn dort bauen wir dann die Mine. So, bis dahin sage ich Tschüss und danke. Auf Wiedersehen.